ist schon wieder alles vorbei. Warum feiern wir nicht jeden Tag Karneval? Das weiß ich auch nicht. Komm mit. Ich will dir was ganz Besonderes zeigen. Hier wartet ein ganzes Märchenland auf seinen großen Auftritt bei der Parade morgen früh. Hey, das ist ja toll. Da wie in einem Tollhaus. Oh, oh. Oh, Junge, seht euch mal den an. Ah, Hilfe, ein Monster! Keine Sorge, Tibor. Dieser Frankenstein ist bloß ein Haufen Pappmaché mit einer sehr gut ausgeklügelten Mechanik. Und was ist das? Das war eine Frechheit. Hilfe! Diese Männer versuchen, meinen Großvater zu entführen. Nur keine Angst. Beruhige dich. Was ist denn überhaupt passiert? Diese gemeinen Kerle, sie jagen meinen Großvater. Du meinst die Burschen auf dem Motorrad? Ja, genau. Achtung, da sind sie wieder. Mach, dass du wegkommst, Robin Hood. Die Kleine macht jetzt einen Ausflug mit uns. Lass mich gefälligst in Ruhe. Was muss ich da hören, Becky? Also, du bist wirklich ein schwieriges Kind. Schwing dich auf dein Pferd, Sitting Bull, und zwar gleich. Hey Mann, deine Meinung ist hier nicht gefragt. Halt dich da raus. Becky, komm, beeil dich, steig ein. Professor Daly. Warten Sie. Oh! Man hat uns reingelegt, Digger. Los, lass uns verschwinden. Die zwei machen wirklich keinen guten Eindruck. Wir müssen ihnen folgen. Er fährt zu schnell. Ich will nicht, dass ihm was passiert. Wer sagt's denn? Flammenwerfer Action! Scheinbar ist Beckys Großvater mit dem Leben davongekommen. Aber die Sache auf dem Sitz gibt mir zu denken. Dem Computer zufolge ist der Motor explodiert, weil er überfordert worden ist. Warte, lass mich mal sehen. Das ist ja sehr interessant. Er muss eine Art Supertreibstoff benutzt haben. Er ist über 200 gefahren. Gut, aber die Säurespuren auf dem Sitz, woher kommen die? Analyse vollständig. Es handelt sich um ein Gemisch aus 15% Carbonsäure, 9% Nitrodioxiden auf der Grundlage einer Hydrogensuspension. Der einzig bekannte Benutzer ist Miles Mayhem. Venom. Ich wusste, dass Mayhem sich zurzeit in New Orleans aufhält. Und so langsam wird mir auch klar, was er hier will. Hallo, seht doch mal, was ich gefunden habe. Hey, musst du gerade jetzt einen alten Hut anschleppen? Und außerdem habe ich doch schon einen. Also. Das ist doch der Hut von Beckys Großvater. Ehrlich? Oh Mann, hoffentlich geht's ihm gut. Nur keine Sorge, Scott, wir finden ihn. Aber dazu brauchen wir Professor Daly. Ich hoffe, sie kann uns sagen, wo dieser Supertreibstoff zu finden ist. Sofortige Auswahl der besten Mask-Agenten, die für diese Mission geeignet sind. Selektion durchgeführt. Dusty Hayes, Geländespezialist und Energiekoordinator, Codename Gator. Buddy Hawks, Spezialist für getarnte Operationen und Verkleidungen, Codename Firecracker. Selektion akzeptiert. Mobiles Einsatzkommando Mask einsatzbereit. Hallo, Professor Daly. Ist hier jemand? Was sind denn das für Zweige? Keine Ahnung. Wirklich eigenartig. Der Staub, den wir auf dem Hut von Beckys Großvater gefunden haben, hat genauso geglänzt. Moment, was haben Sie hier zu suchen? Oh, gar nichts. Wir warten nur auf Professor Daly. Das tue ich auch. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Vielleicht ist sie wieder in den Goldenen Wald gegangen. Bitte, wohin? Ja, der Baum, den sie gerade untersucht, wächst nur im Goldenen Wald. Hm. Diese Zweige stammen von einem Feuerbaum.
Ein alter Mann hat sie ihr zu Forschungszwecken überlassen. Das war bestimmt Beckys Großvater. Was wollen Sie von mir? Jetzt spiel bloß nicht den Dummen. Bring uns zu den Feuerbäumen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Woher wissen Sie von der Existenz dieser Bäume? Deine Freundin Professor Daly hat euer Familiengeheimnis dem Rat der Weltfriedenskonferenz anvertraut. Rein zufällig haben wir auch davon erfahren. Und jetzt sind wir Partner, Alterchen. Also los jetzt, wo wächst dieser Feuerbaum? Scott, würdest du mir bitte meine Brille bringen? Na klar doch. Matt, ich weiß aus sicherer Quelle, dass in Louis' Café heute Nacht eine geheime Auktion stattfinden wird. Und ich habe so das sichere Gefühl, dass ich Mayhem dort antreffen werde. Pass auf dich auf. Ja, nur keine Angst. Ich habe da eine Idee. Ach ja? Der Schlüssel für das Rätsel liegt im goldenen Wald. Hey, Dusty, du magst doch Krokodile, hm? Na klar. Und außerdem habe ich große Sehnsucht nach einem Schlammbad. Hey, und was ist mit uns? Augenblick mal, glaubst du etwa, ich lasse mich von dir in diesen schrecklichen Wald schleppen, wo ich mir im Schlamm und Marass mein ganzes Make-up ruiniere? Nichts. Ihr zwei bleibt schön brav im Hotel. Oh, das finde ich gemein. Hör zu, Scott. Die Sache ist viel zu gefährlich für dich. Na schön, dann warten wir eben hier auf euch. Was soll das, Louis? Eine halbe Million Dollar? Dieser Supertreibstoff ist mindestens das Doppelte wert. Ich verlasse mich doch nicht auf dein Wort. Woher soll ich wissen, dass es stimmt, was du sagst? Kauf das Zeug und du wirst sehen, dass ich nicht so viel versprochen habe, Louis. Hör zu, Rex. Am besten wir vergessen die Geschichte. Gibt's hier etwa ein Problem? Professor Daly nehme ich an. Ich bin Buddy Hawks. Aus mit der Sprache. Wer hat dich geschickt? Ein gewisser Louis. Das ist ja sehr interessant. Ich bin Louis und ich habe dich nicht geschickt. Dein Vater hat gesagt, dass wir hier warten sollen. Ja, ja, schon gut. Ich will nur einen Beutel Eis für dich kaufen. Und was soll ich damit? Damit kannst du dann deine Nerven kühlen. Hey, sieh mal, wer da kommt. Das ist Venom. Sie haben Professor Daly gekidnappt. Das muss ich Daddy erzählen. Ich brauche dein Funkgerät. Das darf nicht wahr sein. Daddy ist außer Reichweite. Wir müssen zu ihm. Schnell, Motorradmodus. Ach, kaum geht man aus dem Haus. Schon gibt es Ärger. Juhu! Ja, so eine kleine Geländefahrt lockert die Gelenke auf. Vorsicht, Dusty. Die Wege in diesem Wald sind heimtückisch. Schon gut, Matt. Wie sollen wir Daddy bloß in diesem Irrgarten finden? Alles okay, Becky? Hilfe! Ich bin noch viel zu jung, um schon zu verrosten. Außerdem ist meine Garantiezeit noch nicht abgelaufen. Schnell, Scott, du musst was tun. Ich kann mich kaum bewegen. Ganz ruhig bleiben, sonst versinkst du. Was? Hilfe! 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 Zu Hilfe! T-Bob, versuch den Ast da zu erreichen. Ach, warum kommen dir die Rattenideen immer so spät? Bravo, T-Bob, gut so. Los, ihr zwei, beeilt euch. Warte, ich helf dir. Danke, dass du uns rausgefischt hast, T-Bob. Das war genial.
Dabei bin ich gar nicht auf Fischen programmiert. Oh, ich hätte euch warnen sollen. Es gibt hier überall Löcher mit Treibsand. Der Goldene Wald ist ein gefährlicher Ort. T-Bob und ich sind in geheimer Mission hier. Es geht um deinen Großvater. Entschuldige bitte, aber ich glaube, ihr zwei habt schon genug zu tun, wenn ihr auf euch selbst aufpasst. Wie heißt du denn? Scott. Komm jetzt, T-Bob. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Na, hoffentlich verirren wir uns nicht wieder. Warte, Scott. Da dürfte nicht gehen. Das ist ein Krokodilpfad. Hey, sei vernünftig und hör auf sie. Schließlich ist sie hier aufgewachsen. Aber sie ist nur ein Mädchen. Los jetzt, T-Bob. Wir müssen unbedingt Daddy finden. Na los, worauf wartest du? Ich warte darauf, dass es sein Maul wieder zumacht. Na siehst du, Scott, aber du wolltest ja nicht auf mich hören. Wisst ihr was? Ich glaube, wir sollten jetzt lieber nach Hause gehen. Hey, Scotty, das ist die beste Idee, die du in den letzten 10 Jahren gehabt hast. Dieser unverschämte Kerl hat behauptet, Louis hätte ihn geschickt. Wir haben den Burschen vorübergehend kalt gestellt. Gut, wir treffen uns zur vereinbarten Zeit. Verstanden. Venom, Achtung, die Masken auf. Okay. Was haben diese Klapperschlangen hier zu suchen? Hey, das ist Mask. Was wollen diese Kröten hier? Die Bäume lassen nicht genug Platz für ein Spezialmanöver. Wenn ich etwas von diesem Superzeug in unseren Tank schütte, wird den Trotteln von Masters Lachen schon vergehen. Was ist denn jetzt los? Wiedersehen, Freunde! Ha! Wir sitzen in der Falle. Eigenartig. Ich habe sicher geglaubt, dass die Männer meinen Großvater hierher bringen würden. Nur keine Angst, wir finden ihn schon. Du bist wirklich sehr nett. Ich sehe mich hier mal ein bisschen um. Jetzt reicht's mir allmählich. Du führst uns schon seit Stunden an der Nase herum. Was soll das heißen? Ich habe doch nur... Ach, halt den Mund! Oh. Hey, Boss, wir haben Mask außer Gefecht gesetzt. Bravo, Rex. Professor Daly. Du kennst das Geheimnis und wir haben Professor Daly. Ich schlage vor, wir machen einen kleinen Handel. Sag ihnen nichts, Jack. Du hältst den Mund. Na schön, ihr habt gewonnen. Ich bringe euch jetzt zu den Feuerbäumen. So gefällst du mir schon besser. Ich dachte schon, dass sowas nur mir passiert. Venom hat uns im wahrsten Sinne des Wortes in die Zange genommen. Wo warst du denn so lange? Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Übrigens, Mayhem hat Professor Daly und Beckys Großvater gekidnappt. Die Venom-Leute haben eine Spur hinterlassen, die so tief ist, dass mal ein Fluss draus werden könnte. Na los, dann hinterher. Hey, was ist denn das für ein Zeug? Sepp, aus den Feuerbäumen. Wir haben diese Flüssigkeit schon für unsere Öllampen benutzt, als mein Großvater noch ein kleiner Junge war. Aber die Bäume sind jetzt krank. Dann sollten wir einen Baumdoktor rufen. Großvater hatte eine bessere Idee. Er ging zur Universität und fragte Professor Daly, ob sie die Bäume wieder gesund machen kann. Und da fingen auch die Probleme an. Warum ist der untere Teil der Flüssigkeit so dick? Großvater zerlegt den Baumsaft zunächst in 2 Bestandteile. Aus der goldenen Flüssigkeit stellt er dann das Lampenöl her. Es funkelt dann wie ein ganzer Sternenhimmel. Und was macht er mit dem blauen Bodensatz? Gar nichts. Großvater sagt, das Zeug ist gefährlich. Ein Tropfen in einen Tank und das Auto fährt direkt zur Hölle. Mhm. Da ist Großvater. Und auch Professor Daly. Ja, und Venom. Was ist denn das für eine magere Hütte? Achtung!
Destroyer, Action! Idiot, mach doch mal eine Tür auf wie ein ganz normaler Mensch. Ausgezeichnet. Da ist ja alles, was wir brauchen. Digger, schnapp dir das Zeug und hol mir eine Probe von den Bäumen. Wird gemacht. Rex, du tankst unsere Fahrzeuge mit dem Baumsaft auf. Ich will, dass wir sicher und schnell hier wegkommen. Was wird aus den beiden hier? Fessel sie einfach an einen Baum. Die Zukunft der Welt ruht in diesem Fläschchen. Das gehört jetzt mir. Ah, da ist ja die Hütte. Wir werden Venom einen herzlichen Empfang bereiten. Los geht's! Mask! Schneidet ihnen den Weg ab! Mit dem größten Vergnügen! Juhu, die Kavallerie ist eingetroffen, juhu! Amem, steckst mal wieder tief im Schlamm, was? Whip, Action! Spectrum, Action! Ich habe eine geniale Idee. Zum Glück haben Mayhem und seine Leute dieses blaue Zeug hier gelassen. Ich denke, wir laden Venom zu einer Sonderfahrt ein. Ein guter Einfall. Schnell, sie dürfen uns nicht sehen. Nichts wie weg. Wir haben, was wir brauchen. Ihr bleibt schön, wo ihr seid. Backlash, Action! Oh. Das nächste Mal werde ich es euch zeigen. Rex, beeil dich! Okay, fertig. Hey, was soll das? Ah! Na, die haben sie heute besonders eilig. Na, Daddy, was sagst du zu dem Supertreibstoff? Ah, jetzt wird mir einiges klar. Gut gemacht, Scott. Ich bin stolz auf dich. Die Weltfriedenskonferenz hat versichert, dass sie sich um die Bäume kümmern wird. Sie wollen Becky und ihren Großvater beschützen. Das ist ein guter Entschluss. Wird man den neuen Treibstoff vergessen? Nein, die Universität versucht, den Baumsaft zu verfeinern. Vielleicht wird er zur Energiequelle der Zukunft. Ui, ui, Scott, was hast du mit mir gemacht? Hilfe! Ui, ui, Hilfe! Ui, 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 ui. Na sowas! So voller Energie habe ich unseren lieben T-Bob noch nie gesehen. Wisst ihr eigentlich, wie man in einem Notfall um Hilfe ruft? Ja, man schreit so laut es geht. Nein, man benutzt ein Telefon. Hier, so eins. Ganz richtig, Scott. Jedes Kind sollte die Nummer wissen, die man wählen muss, damit man im Notfall Hilfe rufen kann. Und einige Telefone haben auch einen Notfallhebel, sodass man kein Geld einzuwerfen braucht. Nah.